Watzke verteidigt Tuchel. Der BVB-Boss stärkt Thomas Tuchel nach dessen Kritik an der Leverkusener Spielweise den Rücken. Tuchel habe nichts Falsches gesagt, so Hans-Joachim Watzke in der Bild. Es werde sehr hart gegen den BVB gespielt. Dies habe nichts mit schlechten Verlieren zu tun. Vielleicht sollte man selbst härter einsteigen und auf den Fairnesspreis verzichten, so der 56-Jährige. Rudi Völler sagte, dass man sich für nichts rechtfertigen müsse und dass der Trainer die Mannschaft hervorragend auf die Partie eingestellt habe. Somit sei das Thema für ihn beendet, sagte Leverkusens Sportchef. Pizarro steht vor Comeback. Es gibt Hoffnung auf eine baldige Rückkehr des Bremer Stürmers. Claudio Pizarro fehlt Werder Bremen schon seit Anfang August. Bei Claudio müsse man ganz sensibel vorgehen, so Werder-Trainer Alexander Nuri im Weser-Kurier. Der 38-jährige Angreifer der Bremer soll nun wieder langsam in Teile des Mannschaftstrainings einsteigen. Bayern vermeldet Martinez-Diagnose. Javi Martinez hat im Spiel gegen die Kölner eine Muskelverletzung im linken Bereich der Adduktoren erlitten, gab der FC Bayern München bekannt. Der genaue Zeitraum der Verletzungspause sei noch nicht abzusehen. Der spanische Fußballverband hatte bereits am Montag angegeben, dass der Defensivmann bei den Länderspielen gegen Italien und Albanien ausfallen würde. Mertesacker übt sich in Geduld. Der seit 6 Wochen verletzte 32-Jährige hat sich optimistisch über seinen Gesundheitszustand und seine Zukunftspläne geäußert. Er wisse genau, dass der Verein ihn in dieser Saison noch brauche, sagte der Arsenal-Spieler dem Kicker. Zudem habe er noch nicht das Gefühl, dass das schon das Ende für ihn sei. Im Moment müsse er sich allerdings noch gedulden. Außerdem lobte Per Mertesacker-Neuzugang Skodra Mustafi. Dieser sei ein offener und wissbegieriger Typ, der hundertprozentig zu Arsenal passe, so Mertesacker. Infantino will WM aufstocken. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat konkrete Pläne verraten, die WM auf 48 Mannschaften zu erhöhen. Die besten 16 Nationen der WM-Qualifikation wären dann für die Gruppenphase gesetzt. Die nächstbesten 32 Teams würden 3 Tage vor Beginn der Gruppenphase in Playoffs die weiteren 16 Starter ermitteln. Der Schweizer erhofft sich so mehr Spiele mit absolutem Finalcharakter. Nächstes Jahr soll über den neuen Modus abgestimmt werden, der 2026 dann erstmals umgesetzt werden könnte. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.